Herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 2. Im letzten Part haben wir den letzten Stein vervollständigt und da wir ja nicht so ganz wussten, wo wir hin müssen, haben wir offscreen mal nachgeguckt und wir müssen genau da rein. Genau, dann würden wir einfach mal durch die Tür gehen, ne? Na. Sherry, you're okay. I'm glad to see you're safe, Claire. Wie kommt die jetzt schon wieder hier hin? Keine Ahnung, das geht gar nicht, aber naja, die ist wahrscheinlich doch durch den Lüftungsschacht einfach durchgekommen. Das kann sein. Ah, da liegt was bei ihm auf dem Stuhl. Tagebuch des Polizeichefs. I wanna lesen. Okay, dann bitteschön. 23. September. Alles ist vorbei. Diese Schwachköpfe von Umbrella haben es wirklich geschafft. Trotz all ihrer großen Versprechungen haben sie meine Stadt zerstört. Bald werden die Straßen verseucht sein mit diesen Zombies. Und ich befürchte langsam, dass ich selbst auch infiziert sein. Sein? Achso, sein könnte. Wenn das stimmt, bringe ich jeden in der Stadt um. 24. September. Wie geplant konnte ich unter den anderen Polizisten etwas Verwirrung stiften. Ich habe dafür gesorgt, dass ihnen niemand von draußen zu Hilfe kommen kann. Dank der Verzögerung bei den Polizeiaktionen hat niemand mehr eine Chance, lebend aus der Stadt herauszukommen. Und ich habe persönlich dafür gesorgt, dass auch alle Fluchtwege aus dem Revier heraus abgeriegelt sind. Es gibt immer noch ein paar Überlebende, die durch die unteren Geschosse entkommen wollen. Aber ich werde schon dafür sorgen, dass niemand hier lebend rauskommt. 26. September. Ich habe meine Meinung in Bezug auf die letzten Überlebenden hier im Revier geändert. Ich habe nämlich beschlossen, sie persönlich zur Strecke zu bringen. Von weniger als einer Stunde habe ich Ed von hinten ins Herz geschossen. Ich habe zugesehen, wie er sich in einer Blutlache vor Schmerzen gekrümmt hat. Der Ausdruck auf sein Gesicht war einfach göttlich. Er starb mit weit aufgerissenen Augen, die mich fassungslos anstarrten. Einfach herrlich. Obwohl die Tochter des Bürgermeisters noch am Leben ist. Ich habe sie entkommen lassen, um mir später das Vergnügen zu gönnen, sie zu jagen. Ich werde meine jüngste Trophäe genießen. Ja, eingefroren auf ewig in der Haltung, die ich für sie aufsuchen werde. Der Typ ist krank. Richtig hart krank. Und wer hat das da gemalt? Keine Ahnung, aber dahinter ist irgendwas. Ja, ein Knopf. Ah, da können wir nämlich jetzt auch die Steinchen einsetzen, richtig? Ah! Das Opfer stirbt durch die Kralle des Jaguars. Blut wird zur Schlange, die die Erde vergiftet. Ein Adler glänzt, gebadet in Blut. Und es öffnet sich das Tor zur Unterwelt. In das Blut! Ist voll der schön, das also das ist voll der schöne Satz so. Ja. Also voll der schöne. Jaguar war zuerst, dann Schlange. Oh, jetzt fängt er schon wieder an. Ich mache es immer wieder falsch. Und dann Adler. Die Schlangenlange und dann Adler. Was eigentlich, wenn man das falsch benutzt? Keine Ahnung. Ich glaube, ich will es nicht. Oh nein, oh, es tut mir leid. Das ist so eine Angewohnheit, dann einfach auf X zu drücken, anstatt ins. Aber wie kann man so ein Arsch sein und ja, dann, wenn Umbrella hier schon alles verkackt hat, dann bringe ich halt eigenständig alle um. Ja, das ist echt. Brief an den Polizeichef. An Brian Irons, Chef der Polizei von Raccoon City. Wir haben das Forschungslabor in der Villa verloren. Der Grund waren die Aktivitäten eines abtrünnigen Mitarbeiters namens Albert Wesker. Glücklicherweise wird seine Einmischung keine dauerhaften Folgen für unsere weiterhin laufenden Virenforschungen haben. Unsere einzige Sorge der Zeit ist die Anwesenheit der verbleibenden Angehörigen von Stars. Redfield, Valentine, Burton, Chambers und Wickers. Bevor die Beweise, die das Stars-Team über unsere Forschungstätigkeit gesammelt hat, publik gemacht werden, erledigen sie sich besser dieser Mitarbeiter, also entledigen. Und zwar auf eine Weise, die für jeden kritischen Beobachter nur nach einem Unfall aussehen kann. Das haben wir schon mal gelesen. Haben wir? Ja.
auch wenn es jetzt an einer anderen Stelle ist, aber ich lese trotzdem mal weiter. Verfolgen Sie weiterhin Ihre Fortschritte und sorgen Sie dafür, dass Ihr Wissen nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Annette ist weiterhin Ihre Kontaktperson im Laufe dieser ganzen Affäre. William Birkin. Und es geht noch weiter. Da habe ich jetzt aber kein... Na doch, das mit diesen 10.000 Dollar, das haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt. Ich habe vereinbarungsgemäß den Betrag von 10.000 US-Dollar auf ihr Konto überweisen lassen, als Gegenleistung für ihre Dienste diesen Monat. Die Entwicklung des G-Virus, der unseren T-Virus ersetzen soll, steht kurz vor dem Abschluss. Wenn er fertig ist, werde ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in den Aufsichtsrat von Umbrella berufen werden. Es ist sehr wichtig, dass wir jetzt mit äußerster Behutsamkeit weiter vorgehen. Redfield und die übrigen Angehörigen von Stars versuchen ja immer noch, weitere Informationen über das Projekt in Erfahrung zu bringen. Luft. Verfolgen Sie weiterhin Ihre Aktivitäten und vereiteln Sie auf jeden Fall alle Versuche, die unterirdischen Forschungsanlagen zu untersuchen. William Birkin. Und noch ein Brief. Wir haben ein Problem. Ich habe Informationen bekommen, die beweisen, dass Umbrella Spione ausgeschickt hat, die meine Forschungsergebnisse über den G-Virus stehlen sollen. Ich weiß nicht genau, wie viele Agenten jetzt darauf angesetzt worden sind, aber sie dürfen das Projekt auf keinen Fall in die Finger bekommen. Es stellt schließlich mein ganzes Lebenswerk dar. Durchsuchen Sie die Stadt sorgfältig nach verdächtigen Personen, nehmen Sie sie im Zweifelsfalle sofort fest und geben Sie mir durch Annette Bescheid. Durch diese Vorkehrungen sollten wir die Gefahr in den Griff bekommen. Ich werde niemandem gestatten, meine Arbeit über den G-Virus zu stehlen. Nicht einmal Umbrella. William Birkin. Boah, Birkin. Musst du so viel schreiben, Mensch. Ja, oh, ein Aufzug. Scheint nach unten zu führen. Ja, dann benutzen. Claire! I'm going down there. Stay here and wait for me, okay? Hast du nicht gelernt, wenn du einem Kind sagst, was es nicht tun soll, macht es es erst recht. Mhm, das ist wahr. Ja, verbotene Sachen machen irgendwie mehr Spaß, finde ich. Ja, klar. Oh Gott, was ist da unten? Böses im Busch. Sind die nicht die Spinnies? Keine Ahnung, auf jeden Fall gefällt es mir nicht. Es gefällt mir ganz und gar nicht. Was ist das denn? Sieht aus wie das so... Das sieht einladend aus. Ja, so der Eingang zur Folterkammer oder so. Ja, die Tür, die passt auch. Hm? Ja, definitiv. So, you've made it this far. Not bad, girl. But I'm not letting anyone leave my town. Everyone's gonna die. Calm down, Chief. What happened? Shut up! You couldn't possibly understand what's happened. Those monsters from Umbrella have destroyed my beautiful town. How could they do that to me after everything I've done for them? So it's true. You have been working with Umbrella. Then you must know about the G-Virus. What is it? Tell me! If you must. It's the agent that can turn humans into the ultimate bioweapons. Superior to the T-Virus in every way. Dr. William Birkin is the genius behind the project. William Birkin? I'm sure you've already seen his little girl running around here somewhere. Sherry, isn't it? In case you haven't already, the monster that's been tearing my precinct apart is yet another product of the G-Virus. An ultimate bioweapon. Umbrella must be trying to cover its tracks. But if I have to go, I'm going to take you with me. What the?
Ja, geschieht dir recht, ne? Was ein Arsch. Ja, was man dazu noch sagen kann, also William Birkin ist der Vater von Sherry. und ja, wir wissen ja durch Annette, das war ja das ist tatsächlich eine Art Folterkammer hier, wenn man sich das so anguckt. Wir wissen ja durch Annette, dass William sich den Virus selbst injiziert hat. Und wahrscheinlich war das jetzt sogar William, der den runtergezogen hat. Ich denke auch. Formalin, Chloroform und andere Chemikalien. Willst du die nicht mitnehmen? Nö. Okay. Möchtest du nichts zu diesem wunderschönen Raum sagen, Claire? Nicht mal zu dieser Folterbank da, Streckbank, wie auch immer, nein? Oh Gott. Beunruhigendes Zeug, mein Gott. Wir sollen da jetzt runter. Geschieht dir recht, du Arscheloche. Sieht einladend aus, da runter zu gehen. Schade, dass man nicht mehr nachtreten kann. Wollen wir da wirklich runter? Ja, weiß ich nicht. Wollen wir? Eine Leiter führt nach unten. Wollen Sie runterklettern? Also, ob wir wollen? Nein, aber wir müssen eigentlich, sonst bleibt uns keine Wahl. Okay. Sieht sehr einladend aus, da wollen wir mal. Wie ein Xena, ne? Buff. Hi. Jemand da? Du bist aber nicht so schön. Der ist noch viel schöner geworden. Ich glaube, das hat ihn verärgert. Das könnte sein. Oh Gott. Das nächste Mal muss man sagen, ja, der ist auf jeden Fall sehr schön. Dann wird er vielleicht kleiner. Oh Gott, wenn man ihn ja halt mal... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh fuckity. Oh fuck, wie geht's uns? Wie geht's uns? Ich würde gerne ins Menü. Gefahr. Claire, steh auf. Tod? Nee. Hä? Ja, gönn dir. Viel Spaß. Das war's jetzt? Der kommt doch garantiert nochmal wieder. Warum hat denn der sich jetzt runtergestürzt? Keine Ahnung. Der kommt nochmal wieder. Als ob der tot ist. Das war zu einfach. Ja, natürlich. Wollen Sie den Knopf drücken? Ja, bitte. Ta-da-da-da-da! Ja, wir möchten hoch. Wenn der jetzt oben auf uns wartet, wäre das lustig. Hat er genau die Fähigkeiten wie seine Tochter, sich teleportieren zu können. Ja, wenn er das jetzt war, aber ich meine, das müsste er gewesen sein. Wer hat denn Ben getötet? Weil Ben hat sich ja auch verwandelt. Oh, ich glaube Leon. Das sieht lecker aus. Okay. Ich muss Sherry mitnehmen. Ach du blöde Kuh, lass sie doch einfach da. Kann die nicht auf die kann doch auf sich selber aufpassen. Das hat die doch schon mehr als einmal bewiesen. Claire hat doch gesagt, dass die erstmal oben bleiben soll. Und jetzt auf einmal musst du sie mitnehmen? Ja. Unnötig. Das ist richtig unnötig. Und dann kommt nochmal, wenn es ihr Vater ist, ihr Vater. Und dann denkt sie sich so, mein Gott, ich habe die schlimmsten Albträume der Welt. Ja. Ja gut, das Kind, das wird eh schon die schlimmsten Albträume haben, die man je haben kann. Ja, sowas will ich keinem Kind zumuten, ne. Nur Gott sei Dank ist dieser blöde Irons tot. Also das war ja das größte Arschloch vor dem Herrn, ey. Oh Gott, ey. Da liegt er. Sherry, komm mit.
Der gefällt das hier unten bestimmt auch total gut. Super. Sherry, we need you. Oh, meine Ratten. Meine Ratten sind am Spielen. Ach ja, der Aufzug fährt ja von selbst. Und jetzt sagt Sherry so, nö, kein Bock. Du hast gesagt, ich soll hier oben bleiben. Ja. Claire, you came back. I can't believe the man who developed the G-Virus is actually her father. What's wrong, Claire? It's nothing. But I think I found a way out of here. We should be able to find someplace safe if we can just make it out of town. But... Don't worry, I'll protect you. I promise. But you have to make sure you don't leave my side. Ach Claire, du bist so empathisch. Ja, vor allem Begleiter, ne? Wie wir sie doch alle lieben in Spielen. Ja. Gehen einen tierisch auf die Nerven. Mhm. Das gleiche wie bei Gabriel, Alter. Ja. Bei Xena, da war Gabriel. Ja gut, sie hat aber immerhin gekämpft. Sie wurde zwar ständig entführt, aber sie hat gekämpft. Ja. Trotzdem musste man für sie ein Abenteuer aufnehmen. Ey, tschüss. Ja gut, also für seine beste Freundin kann man das aber mal machen, finde ich. Ja gut. Ich meine, die ganze Welt wäre ja sonst am Arsch gewesen. Richtig. Der kommt doch noch mal wieder, ey. Safe. Der nimmt sich jetzt seine Tochter. Ja, wie gesagt, wenn er das ist. Weil ich meine, das wäre der gewesen, den Leon auf dem Zug da besiegt hat, der auf dieser Plattform, die nach unten gefahren ist. Oder das war Ben. Warum guckst du da so hin? Das... Kann man hier... Ich wollte gerade fragen, kann man hier vielleicht runter? Ne, sie sagt nix. So. Sherry, geh mit. Ohne irgendwelche Probleme zu machen, bitte. Ja, die folgt dir wie so ein Hund. Hauptsache, ist safe. Hätten die hier nicht nochmal eine Schreibmaschine hintun können? Wäre schlau, ne? Come on, let's get out of here. Daddy ist da. Nee, das ist er nicht. Ich weiß, dass das nicht ist, aber trotzdem. Anderer Böser. Der böse Daddy. Ja. Sherry, where are you? Sherry! Ach Claire, du bist doch dumm. Die Flutschleuse ist offen. Ja, dann kletter durch. Ja, da wird sie wahrscheinlich... Ach, guck mal, wir können duschen. Guck mal, wie schön. Oh, super. Oh, dann werden wir endlich mal sauber vorne, hinten, oben, unten. Oh, wie schön. So, wer wartet denn hier schon wieder auf uns? Das war bestimmt aber nicht der Mr. X, oder? Nee. Wir sollten also mal Erste-Hilfe-Spray nehmen, ne? Also entweder, würdest du es bitte nehmen? Entweder, das war Mr. X, der sie gezogen hat, oder es war halt echt einfach die Strömung, weil das Ding auf ist. So sind ja auch leider schon einige Kinder in irgendwelchen Swimmingpools ertrunken, ne, dass die von diesen Systemen da angesaugt wurden. Na, deswegen, so schön ist das nicht. Nee, nee, definitiv nicht. Oh Gott sei Dank. Ah, das ist der Raum mit... Mit Schach? Nee, das ist der Raum, wo auch Ada und Dingensbums Leon zusammen waren.
Fax des Klärwerkmanagers. Möchtest du? Ja. Belegungsliste für die angeschlossene Einrichtung. Am jeweils ersten und dritten Mittwoch des Monats wird die Wartungschefin Angelica Margaret, keine Ahnung, die Einrichtung benutzen. Achten Sie darauf, den Feuchtigkeitsgehalt der Luft zu senken, indem Sie den Ventilator einschalten, denn die Ausrüstung, die sie benutzt, ist sehr empfindlich gegen Wasserdampf. Am 28. jeden Monats wird der Chemie-Spediteur Don Weller die Einrichtung benutzen. Die Chemikalien, die er transportiert, sind extrem flüchtig. Daher sollten sie auch mit extremer Vorsicht während des ganzen Transportes behandelt werden. Am 6. und 16. jedes Monats besucht der Polizeichef Brian Irons die Einrichtung, um an den regelmäßigen Treffen teilzunehmen, die in den Labors stattfinden. Am 4. Freitag jedes zweiten Monats wird William Birkin in der Einrichtung ein Trainingsseminar für die Chicagoer Außenstelle von Umbrella Inc. abhalten. Da die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs auf Dr. Birkin sehr hoch sein wird, ergreifen sie alle erdenklichen Maßnahmen zum Schutz seines Lebens. Über alle anderen möglichen Besucher und ihre jeweiligen Ankunftszeiten werden sie rechtzeitig unterrichtet. Bringen Sie diese Personen sicher an ihren Zielort. Wir erwarten von Ihnen wie immer nur das Beste. Charles Coleman, Stabssekretär, Umbrella Hauptquartier. Ende. Oh Mann, ja, der Part ist jetzt leider schon wieder vorbei. Und wir lassen die Zombies frei. Auf dass sie uns nicht fressen. Und ihr wartet währenddessen.